Schicksalstage eines Fußballmanagers. Herzlich willkommen zu einer unfassbar wichtigen Episode mit der Werkself Bayer 04 Leverkusen. Let's Blinter meldet sich wieder zurück und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir stehen vor der Prüfung, vor der vermutlich für den Vorstand entscheidenden Do-or-Die-Aufgabe Borussia Dortmund im Aktiv- und Irma-Stadion. Ich lasse das mal so stehen. Wir müssen aktiv werden. Wir brauchen 3 Punkte ganz, ganz dringend im Meisterschaftsrennen und um unseren eigenen Hintern zu retten. Maßgeblich, dass wir gegen den BVB bestehen. Auswärts. Es könnte kaum schwerer sein und insofern lasst uns reingehen in diese wirklich wichtige Folge, die vermutlich über unseren Job entscheiden wird. Ich nehme euch nochmal kurz an der Stelle an die Hand und erkläre euch warum. Denn ihr seht hier, das Vorstandsvertrauen ist echt im Keller. Also es hilft nicht, die Option zu ziehen oder sonstiges. Wir haben hier gar kein Vertrauen vom Vorstand momentan. Die warten eigentlich nur darauf, uns zu schassen. Die Tabellensituation lässt überdies wirklich nur Fürchterliches befürchten. Wir sind in Anführungszeichen nur 2 Punkte hinter den Dortmundern, aber derer 6 hinter den Bayern und eigentlich wollten wir die Meisterschaft angreifen. Die gewinnen da momentan aber alles weg. Übrigens, die Bayern gegen Hertha, was ist das für ein Spieltag? Erster gegen Dritter, Zweiter gegen Vierter. Kreuzduelle hier zum Rückrundenauftakt, 18. Spieltag. Es ist so wichtig, dass wir gewinnen. Ich kann mich da nicht oft genug wiederholen. Wir gucken es uns an. Wir werden sehen, wie wir es angehen. Wir werden der Mannschaft alles Mögliche mit auf den Weg geben wollen und wir brauchen jetzt einfach einen Sieg. Übrigens, in den letzten 5 Spielen in der Liga haben wir nicht verloren. Was will der Vorstand von uns? Er will noch mehr. Und hier ist sie, die Mannschaft. Isak, leider moralisch und formtechnisch nicht ganz auf der Höhe. Das stört mich ein bisschen. Brandt ist richtig on fire. Die Frage ist, wir gehen natürlich auswärts nicht mit 2 offensiven Mittelfeldakteuren rein und Olmo macht das auch sehr gut momentan. Insofern gehen wir hier mit der besten 11. Es sieht alles danach aus, als würden wir starten mit Isak, Diaby und Torres, Olmo, Tielemans, Leimer, Grimaldo, Tapsoba, Rüdiger, Frimpong, gerade die Abwehr überragend in Form, inklusive Chakir, unserem Schlussmann. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir nehmen Hudson-Odoi nicht mit. Das ist echt ein Krach, wobei, vielleicht für Schöschko, der hier doch ein bisschen abfällt. Problem ist, was ist, wenn Isak ausfällt? Ich kann mich dazu nicht durchringen. Und Brandt ist zu gut in Form. Wir brauchen die Verteidiger, falls was passiert. Insofern wird es leider Callum Hudson-Odoi treffen. Tut mir wirklich leid für ihn. Ansonsten ist die Mannschaft echt vollends aufgestellt. Ich habe hier ein bisschen das Pressing rausgenommen und bin sogar bereit, noch einen Ticken weiter zurückzugehen. Siegprämie, volles Rohr. Das wichtigste Spiel des Jahres ist es für mich, ja, aber nicht für die Mannschaft. Ich weiß, dass ich die dadurch nochmal ein bisschen kitzeln könnte, aber da kommen ja auch noch Champions-League-Spiele. Und wobei, eigentlich ist das tägliche Brot, die Liga. Wir gehen voll rein. Ich möchte hier alles rauskitzeln aus diesem Spiel. Leverkusen gegen Dortmund. Wir sind eigentlich schon soweit. Wir können anfangen. Es gibt keinen Grund, hier irgendwie noch was hinterm Berg zu halten. Lasst uns dieses Spiel angehen. Nach dem Sieg gegen Gladbach geht es nun darum, da oben rein zu grätschen. Rein in die Partie. Und ich bin echt nervös. Ihr werdet jeden Zentimeter des Platzes umgraben. Ich öle nochmal meine Stimme. Ich versuche euch bestmöglich im Live-Decker mitzunehmen. Hinspielergebnis. Wir haben zu Hause 2-0 gewonnen. Ist das nicht Motivation genug? Rein in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Dortmund ist ausverkauft. Und Orhan Striezel, der Weltklasse-Schiri, ist mit der Pfeife zur Hand. Gucken natürlich auf den Gegner. So viel Zeit muss in diesem Topspiel sein. Gregor Kobel im Tor. Viererkette. Pedro Porro, Schlotterbeck, Süle. Links Rafael Guerrero. Wohl dem, der noch Guerrero auf links hat. Schöne Grüße nochmal in Richtung Bayern München. Salih Özcan und Emre Can. Die Doppel-Can 6. Marco Reus, James Maddison, Gio Reyna. Alle im offensiven Mittelfeld verortet. Das bedeutet auf den Außen keiner. Aber da wird natürlich so ein Reus eventuell hantieren und ein Reyna kann auch von außen reinziehen. Und vorne drin sprintet Karim Adeyemi. Paris Brunner auf der Bank, relativ ersatzgeschwächt, was den Sturm anbelangt. Skono auf der Bank, Benze Baini hinten drin, Thorgan Hazard, Oskar Gluck. Und damit sind wir, banktechnisch würde ich fast sagen, sogar ein bisschen besser aufgestellt. Adarabi Jojo ist noch da und so weiter und so fort. Ihr kennt unsere Aufstellung, die Fans singen im Hintergrund, es kann losgehen. Rein in die Partie und ich hoffe, dass wir das hier gewinnen. Striezel gibt die Partie frei, erste Chance für uns. Olmo setzt sich schön durch. Nach 3 Minuten findet er Isak, verzögert, ist umzingelt, kann den Ball nicht kontrollieren.
alles ruhig. Gio Reyna von links in den Strafraum. Adeyemi nicht zu groß, aber springt natürlich gut. Dreht sich um Rüdiger, zieht unhaltbar für Chucky ab, aber der hat einen Riesenreflex parat. Konzentration. Chucky mit der ersten Glanztat nach 4 Minuten. Adeyemi mit einer Riesenaktion hier direkt zu Beginn. Guerrero, Ecke kommt rein. Gio Reyna erwischt das Leder nach der Ecke mit dem Kopf. Und das Ding fliegt knapp über unser Tor. Oh ja. Wir sind offensiv ausgerichtet und jetzt dann auch konzentriert. Diaby schießt Porro an, holt die Ecke raus. Es muss auch über Standards gehen können. Ecke ist kein Problem für Kobel. Der hat den Ball. Muntere Viertelstunde hier zu Beginn. Spiel lässt dann ein bisschen nach. Wir haben eine Möglichkeit. Ganz schwaches Abspiel von Olmo. Schade. Möglichkeit verpufft hier. Lassen die Jungs früh warm laufen draußen. Grimaldo legt sich den Ball zurecht, läuft an. Kobel ist unten und hat den Freistoß, den es hier wohl gab. Wir sind überlegen. Extrem weiter Einwurf von Torres in den Strafraum. Fast eine Flanke. Olmo verlängert. Ist da Isak? Isak ist da vor Süle. Und er geht unerreichbar über die Torlinie. Das ist das 1:0. Isak setzt sich durch und der Mann ist wichtig. Der trifft hier in dem entscheidenden Spiel. Setzt sich gegen Süle durch. Dortmund wird jetzt hier härter zugange gehen. Aber das ist eine gute Phase von uns gewesen. Adeyemi, Tick schneller, logischerweise, als sein Kontrahent. Tabsoba rettet per Kopf zur Ecke. Mahnt alle zur Konzentration. Rüdiger steht Richtung Torgewand, will Volley klären, schießt sich selbst gegen den Kopf. Boah, knapp am Tor vorbei. Glück für uns. Nächste Ecke, Guerrero. Can und Tabsoba. Tabsoba setzt sich durch. Ja, ich wollte gerade sagen, also hier Tabsoba mahnt die Leute zu mehr Konzentration. Gute Kommunikation also auch auf dem Platz. Eine gewisse Giftigkeit. Dortmund kommt jetzt nochmal auf kurz vor der Pause. Can versucht es mit einem weiten Ball. Aussichtslos. Und dann noch eine Chance für uns. Und was für eine schöne Flanke von Isak. Jetzt Olmo kommt unbedrängt zum Kopfball. Bringt keinen Druck hinter die Kugel. Kobel hat das Ding. Fast das 2:0. Gute Hälfte von uns. Wir gehen mit 1:0 in die Pause. Sehen einen starken Grimaldo, einen schwachen Thielemans interessanterweise. Olmo macht das gut, Isak macht das gut. Viele gute Noten, inklusive Chuck hier. Rüdiger überragt hinten drin als Innenverteidiger. Sehr, sehr gut. Tja, genau so weitermachen bitte. Dann fügt es sich doch. Oder? Ich hätte gern mehr von Torres noch. Ich hätte gern mehr von Thielemans. Wir loben Olmo und wir loben Torschütze Isak. Und wir müssten noch so viele mehr loben. Rein in Halbzeit 2. Erstmal keine Änderung. Auch taktischer Natur, nicht? Und dann geht's weiter. Dann geht es weiter. Boah, und es geht bis zur 70. ohne jedwede Aktion weiter. Krass. Spiel komplett eingeschlafen. Bedeutet für uns, wir wechseln. Würde gerne Adarabioyo für... Boah, Tabsoba ist natürlich auch so bockstark grundsätzlich. Brand für Thielemans und Olmo dann eins zurückziehen? Nee, das macht keinen Sinn. Mir fehlt hier so ein bisschen der Zentrale noch. Das ist ein Thema. Ich glaube, wir wechseln echt noch nicht, aber wir ändern taktisch ein bisschen was. Die Bälle werden länger. Wir werden ein bisschen tiefer stehen und auf die Konter lauern jetzt. Ihr kennt das Spiel, dann mache ich die Pässe gerne immer mal länger, mache aber das Risiko ein bisschen raus. Und ich hoffe jetzt über die Flügel wirklich schnelle Konter setzen zu können. Pressing, na, da bleiben wir schon noch drauf. Zumindest so, wie wir es eingestellt hatten. Flanken können jetzt einen Ticken früher kommen. Und Zeitspiel von mir aus auch schon. Ganz dreckig. Wir warten noch 10 Minuten hier, bis es dann tatsächlich zu den Wechseln kommt. Aber das ist krass. Glück für Reus. Reus geht raus. Oh ja. Wolf für Pedro Porro auf der rechten Seite. Und dann die Dortmunder. Drehschuss von Glück. Der ist sofort wach. Gefährlich. Chucky ist zur Stelle. Begräbt den Ball unter sich. Ja, da muss jetzt nochmal... Da muss jetzt hier nochmal eine Konzentrationsphase her zum Schluss. Hazard für Madison und Benzebaini für Süle. In der Innenverteidigung wohlgemerkt. Noch 10 Minuten sind's. Wir haben noch nicht einmal gewechselt. Wobei ich auch gerade sehe, irgendwie hat sich keiner mehr warm gemacht in der zweiten Halbzeit. So schnell ging's. Ich würde gern Bergwijn für Torres bringen. Ich würde gern Marzen. Nee, Marzen für Grimaldo nicht. Slimani hat sich das auf rechts verdient. Und Adarabioyo für... Boah, Tabsoba wird auch immer stärker. Aber Rüdiger ist da hinten voll der Berg drin. Nee, wir lassen die Innenverteidigung. Das ist doch ungewöhnlich. Wir bringen jetzt Brand für Olmo so rum und haben dann noch 2 Wechsel auf der Halde. Das sieht aber gut aus. Das 1:0 könnte reichen. Vollkommen ereignislose zweite Halbzeit. Bringen wir das hier über die Zeit? Da ist noch eine Chance in der 85. Ich sehe es schon.
Konterchance für uns, das ist gut. Leimer, alleine auf Kobel zu laufen. Querpass zu Isak, der muss nur noch einschieben. Da ist das 2:0, das ist die Entscheidung. Freunde, das ist der Sieg. Boah, ist das geil. Sofort die Wechsel rein. Adrabiojo, jetzt kann hier hinten natürlich einer kommen. Und vorne nochmal Šeško. Isak hat sein Werk vollbracht heute. Wow, 2:0. Taktik, natürlich alles Langholz raus. Lassen das Pressing sein. Und gewinnen hier 2:0 in Dortmund. Und dann machen wir hinten über dies dicht. Und dann ist der Sieg uns. Leverkusen hat hier viel Zeit. 3 Minuten sind's. Relativ viele Wechsel. Ziemlich viel nochmal los. 1 Minute nur oben drauf. Ihr seht, wie ereignisarm die zweite Hälfte war. Schluss in Dortmund. Wir gewinnen 2:0. Gegner mit durchwachsenden Noten. Die Statistik, wir gucken es uns an. Na, die Dortmunder hatten ihre 7 Chancen. Wir derer 8 hatten aber 61% Ballbesitz. Das ist ein starker Wert von uns. Gewinnen 2:0 und das sichert mir, da bin ich mir relativ sicher, erstmal den Hintern. Ich würde jetzt auch gerne sehen, dass der Vorstand sich dann zu Wort meldet, nach 2 Siegen wohlgemerkt auch in Folge, und sagt, hört mal, das war jetzt gut, das ist der Turnaround, den wir brauchen, denn wir sind auf Rang 2. Die Bayern gewinnen leider das Topspiel, 6:2 gegen die Hertha. Timo Werner, Luke Bacchio, da war es noch spannend. Und dann Coman, Sané, Werner, Thomas Müller und Lucas Hernandez mit einem Eigentor. 6:2, sage ich immer im ersten Satz. Aber das ist schon schwierig für uns, da noch irgendwie ranzukommen. Egal, das nächste Spiel gegen die Mainzer, die sind auf Rang 16. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Die Augsburger hier tatsächlich auf Rang 12 und dann gegen den HSV auf Rang 17. Das sind eigentlich 3 Spiele, die wir jetzt dann mal wieder gewinnen müssten. Ich bin gespannt, ob der Vorstand sich zu Wort meldet. Wir gucken auf die Stimmen zum Spiel. Da bin ich interessiert dran. Und De Zerbi ist sogar von Brighton Hove gekommen zum BVB. Interpretieren Sie, wie Sie wollen, aber bitte richtig. Gratulation an meine Mannschaft. Ich habe selbst kommentiert. Für ein herrliches Spiel. Körperlich sind wir heute an unser Limit gegangen, um eine starke Mannschaft von Borussia Dortmund zu besiegen. Für Dortmund tut es mir leid. Ja, vielleicht, weil ich Dortmund-Fan bin. Das lasse ich auch gerne immer mal wieder fallen, ihr wisst das selbst, aber ansonsten bin ich gerade ziemlich zufrieden, dass wir gewonnen haben. Auf die besten Spieler schauen wir mal. Kolomyani, Isak hier 8 Tore und macht heute 2. Das ist wirklich überragend von ihm und das rettet uns sehr, sehr viel. Xhaka übrigens fast der notenbeste Spieler der Liga, sehe ich gerade. Grimaldo, Frimpong und Adrabiojo überzeugen ebenso. Und schaut mal an, was so ein Sieg gegen Dortmund bewirkt. Der Sportvorstand meldet sich und geht von 1 auf 7 hoch. Immerhin, wir sind immer noch nicht bei der Hälfte angekommen, aber das, ja, wir sehen es hier, die bisherige Saison war eher durchwachsen, aber wenn der aktuelle Trend gehalten wird, gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Das ist dann auch genau das, was es ist, ne? Also da trifft der FM trotz seines Alters ganz gut hier den Nerv. Man sieht diese Änderung und diesen Ruck, der hier durch die Mannschaft gegangen ist, scheinbar im Winter. Natürlich gepaart mit 50.000 Euro pro Nase jetzt hier bei dem Sieg und dem wichtigsten Spiel des Jahres. Aber sei es drum. Kurz was aus der Kaderschmiede. Ken McGurgan wechselt ablösefrei für eine gute Million Leihgebühr zum FC Brügge. Den haben wir mal kurz weg. Das ist ein Riesentalent. 18 Jahre jung, so ein bisschen verortet im linken Mittelfeld. Das ist ein bisschen ungewohnt als Position natürlich. Mir missfällt, wobei die Fähigkeiten auf links außen auch nicht allzu schlecht mit 75. Ich bin gespannt, ob die den gut eingesetzt bekommen. Ist ein Einzelspieler, hat weite Einwürfe und ist nervenstark, geht gerne mal steil. Wird dem gerne ein bisschen Spielpraxis verleihen und hoffe, dass der stärker zurückkommt. Bin da sehr gespannt drauf, wollte ich euch nicht vorenthalten. Haben ein paar Diamanten in der zweiten Mannschaft. Und dann ist englische Woche, deswegen ist das Spiel so flott da. Bayern 04 Leverkusen gegen Mainz, Tabellen 16. gegen den Tabellen 2. seit neuestem. Die Form ist gut, das Hinspielergebnis war es ebenso. 1:0 haben wir in Mainz gewonnen. Zu Hause können wir die Fans jetzt mitnehmen und eine kleine Serie starten. Wir gehen rein in die Partie, in der wir sicherlich ein bisschen rotieren werden. Gucken wir uns jetzt an und dann starten wir gegen die Mainzer in unserem eigenen Stadion. Ja, und die paar Änderungen sind tatsächlich ein paar Änderungen. Nicht allzu viele, weil ich nicht komplett alles auseinanderreißen möchte. Aber Brandt geht ins offensive Mittelfeld. Dafür bekommt Olmo seine Pause. Der Kollege Leimer wird durch Arangis ersetzt, der hier mal endlich wieder seine Chance bekommt. Traoré schicke ich auf die Bank für Ferran Torres. Der bleibt ganz draußen. Isak wird spielen. Der hat das ja sehr gut gemacht. Und ich finde, er verdient sich hier so langsam in einen kleinen Lauf zu kommen. Ansonsten
Diaby bleibt, also nochmal die Änderung. Bergwijn auf rechts für Torres, Brandt für Olmo, Arangis für Leimer und Slimani hinten rechts für Jeremy Frimpong, der auch ein bisschen ausruhen kann. Toni Rüdiger, da würde ich gerne Adarabioyo bringen, mache ich auch, weil der auch so ein bisschen konditionell bzw. frische technisch angeschlagen ist. Es sind schon einige Änderungen, ich hoffe, die Mannschaft kriegt das trotzdem hin, sie ist gut in Form. Toni Rüdiger derweil überragend. Eigentlich würde ich ihn spielen lassen wollen. Ich glaube, ich ziehe mit ihm eine Halbzeit durch und dann wechseln wir aus. Und dann werden wir gucken, wie wir hier dieses Spiel gegen die Mainzer gestalten. Eigentlich müssen wir gewinnen. Das ist eine klare Geschichte. Und dann sehen wir die Gegner mit so Spielern wie Onisivo, Ingwarzen, Doppelsturm, Barrero und Andrich im zentralen Mittelfeld. Hinten drin mit einer Fünferkette aufgestellt. Leitsch, Behunek und Ogbonna. Das ist schon sehr defensiv, was die Mainzer spielen. Aber auch klar mit zwei Spitzen vorne drin. Sehr interessant. Gelbe Karte zunächst für Maxim Leitsch. Nach 3 Minuten taktisches Foul bereits. Ich hoffe einfach auf einen guten Start von uns. Wir haben seit 300 Minuten kein Gegentor mehr kassiert. Bergwijn schießt zu früh, trifft den Ball nicht richtig. Leider harmlos die erste Situation. Aber Verwirrung bei den Mainzern im Strafraum. Keiner steckt den Ball weg. Isak, kurze Distanz. Dimitrievski leider zur Stelle. Gute Phase von uns, Viertelstunde gespielt. Grimaldo mit einem richtigen Knaller aus der Distanz. Isak spielt den Ball nicht ins Aus. Flankt nach innen, Bergwijn mit dem Kopf. Und er geht 3 Meter am Tor vorbei. Weiter so, Jungs. Andrich jetzt aber setzt sich durch, spielt ab auf Onisivo. Der zieht ab und zwingt Schalke zu der ersten Parade. Schade, wir müssten hier eigentlich schon 1-0 führen. Wir haben dann eine Situation ausgenutzt. Schuss von Isak wird von Christiansen zur Ecke abgeblockt. Eben jene kommt rein. Bergwijn und Behumek liefern sich intensives Kopfballduell. Ja, und wir haben da leider das Nachsehen. Optisch weit überlegen. Mainzer machen das allerdings geschickt hier für den Moment. Ja, ja, so ist das dann häufiger. Arangis sieht gelb. Wegen Meckerns. Gefällt mir nicht. Ist jetzt aber so. Überlegene Situation, 25 Minuten gespielt, wir schicken die Jungs zum Warmmachen. Ingwarzen bringt Rüdiger zu Fall, gelbe Karte für ihn. Na, so ein paar gelbe Karten hat Kampka hier schon ausgepackt, 3 Stück derweil. Nächste Chance, 40. schon, Grimaldo, Ecke zu kurz. Kein Problem für Diallo, kann ihn klären. Können wir noch was hier vor der Pause initiieren? Diaby bringt die Flanke von links in die Mitte, Tabsoba verlängert per Kopf, was macht er da vorne? Arangis per Flugkopfball, aber der Ball geht leider vorbei. 3 Minuten um drauf und der Ticker schreibt, wir sind bemüht, noch vor der Pause in Führung zu gehen. Nutzen aber keine Situation mehr. Rüdiger ist ein Thema, wir bringen jetzt Adarabioyo. Und dann würde ich gern Olmo bringen und Brandt im Zentralen agieren lassen. Halbzeitansprachen, ja, das können wir besser. Die Chancenverwertung ist hier echt ein Thema. Die Massagebank natürlich auch. Links hinten können wir wechseln. Tabsoba wird fit gemacht. Der ist überragend übrigens mit einer 1,0. Grimaldo, da hinkt es natürlich ein bisschen. Wenn der Linksverteidiger, unser so starker Linksverteidiger, nicht gut spielt, dann hat das Gründe und wirkt sich auf unser Spiel aus. Chakir macht aber hier einiges wett. Rein in die Halbzeit Nummer 2. Wir müssen besser werden. Vor allen Dingen in der Chancenkreierung. Und da ist sofort die erste Chance. Die Jungs haben mich gehört. Isak läuft quer, schaut Richtung Mittelkreis. Was für ein Pass auf Olmo. Innenseite an Trimierski vorbei. Und er hat einen Weltklasse-Reflex. Den hat er dabei. Immer noch 0-0. Weiter so. Gute Situation. Chancenkreierung haben wir hier schon mal an den Tag gelegt. Nächste jetzt. 55 Minuten Grimaldo mit der Ecke. Bringt den Ball rein. Isak nimmt den am langen Pfosten-Volley 2 Meter rechts vorbei. Mich beschleicht ein Gefühl. Stunde ist gleich rum. Pass von Isak wird von Diallo abgefälscht. Diaby um die eigene Achse gedreht und langes Eck 1-0. Da ist die Führung. Das Gefühl beschlich mich ehrlicherweise nicht. Sorgt aber dafür, dass ich jetzt hier gerne Marzen für Grimaldo bringen wollen würde. Ian Marzen, der Neu-Dortmunder. Die Folge kommt raus, da ist schon mindestens ein Bundesligaspiel gespielt in der Rückrunde. Ich bin gespannt, wie er sich macht. Barrero kann den Ball verlängern. Ingwarzen ist äußerst harmlos im Abschluss. Leichte Beute für Chaki. Ecke von Ingwarzen, Arabioyo klärt. Marzen gewinnt den Zweikampf gegen Christiansen. Oh, Andrich, der hat einen guten Schuss, entschlossen abgezogen. Onisivo in der Schussbahn, fälscht den Ball mit der Hacke ab. Chakir hat den Ball im Nachfassen. Wow, Glück für uns. Šeško hier eine Option, eventuell für Isak zu gegebener Zeit hinten raus. Nochmal die Mainzer, langer Ball auf dem Flügel. Christiansen bekommt den Ball unter Kontrolle. Tabsoba aussteigen lassen, will schießen. Chakir wirft sich rein, alles gut. Ein bisschen mehr Konzentration bitte.
Haben noch zwei Wechsel. 70. Wir müssen am Drücker bleiben. Es steht nur 1-0. Da ist die Chance. Abseitsstellung von Isaac. Bergwijn setzt sich durch. Oh, Tick zu spät. Schade. Dann noch eine Viertelstunde. Ja, Brandt, Slimani. Ich würde gern Frimpong hier nochmal reinbringen. Und ich würde gern Šeško vorne reinbringen für Isaac. Und dann hoffen wir auf die Schlussviertelstunde und eine Schlussoffensive von uns. Wir können gerne den Sack zumachen. Ich bin da nicht abgeneigt. Die Jungs eventuell schon. Also hier tut sich relativ wenig. Mainz ja nochmal. Tabsoba geht bei der Flanke von Christiansen auf Nummer sicher, klärt mit dem Kopf zur Ecke. André springt hier rein, der Ex-Leverkusener. Schaut lange nach einer Anspielstation. Ball kommt hoch rein. Tabsoba köpft den Ball, aber dann wieder raus. Ja, die Mainzer drücken. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Katschi für Leitsch, der gelb vorbelastet war. Diaby für Brandt, der zieht ab. Und im Nachfassen hat Dimitrievski den Ball. Wieder eine Glanzparade. Eigentlich müssen wir den Druck hochhalten. Nicht nur eigentlich, wir wollen hier die Entscheidung. 2-0, 10 Minuten noch. Das wäre das Ziel. Mustafa für Onisivo vorne im Sturm. Jetzt nochmal die Riesenchance. Šeško macht das Spiel schnell. Links zu Diaby, flankt aus vollem Lauf. Dimitrievski ist da und klärt auch den Ball zur Ecke. Dani Olmo. Katschi steigt hoch, will klären, verschätzt sich. Hinterkopf, Latte, erneut Eckball. Oh Mann. Nicht das 2-0, leider schon wieder nicht. Noch eine Situation, nochmal Olmo. Kein ernsthaftes Problem für Dimitrievski. Und dann sind es noch 4 Minuten. Wiedmer für Behunek. Und die Mainzer schon wieder. Andrich, Sousa, Flanke nach innen. Oh, Eckball. Nochmal wach sein hier. Auf den 11er-Punkt Chakir verlässt sich nicht auf die Verteidiger. Pflückt den Ball sicher runter. Ja, jetzt will ich nochmal, dass wir draufgehen. Nochmal, dass wir nochmal präsent sind hier. Wie meinst du denn hier Gegenwehr liefern? Offener Schlagabtausch, Minute noch. Ja, dann hinten dicht. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen das Spiel ohne Gegentor. Mit 1-0. Bedeutend knapp. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, wir hatten 5 Schüsse aufs Tor. Die Mainzer nicht allzu schlecht. 61% Ballbesitz mal wieder. Wir gewinnen. Und das ist gut, weil die Bayern spielen unentschieden. 1-1 in Stuttgart nur. Die Dortmunder 1-1 in Düsseldorf. Leipzig verliert 2-0 gegen Wolfsburg. Oh, das war unser Spieltag. Und schon sind wir 3 und 4 Punkte vor den anderen und nur auf 4 Punkte gegen die Bayern ran. Wenn man eine Serie startet, tut das meistens gut. Wow. 4 Punkte nur noch. Die Bayern unter Druck. Waren sogar 1-0 hinten. Sané in der 56. Boah. Die Dortmunder in Düsseldorf. Elionussi hier mit dem Tor. Ah nee, das Eigentor von Siebert hatte die Dortmunder in Führung gebracht. Elionussi glich dann aus. Und dann muss man sagen, diese Serie hilft uns gerade ungemein. Die nächsten Spiele kommen, wir haben sie thematisiert. Die Augsburger, die Hamburger, das sind alles Dinger, die wir gewinnen können, müssen und sollten. Dann die Frankfurter, das wird dann schon wieder spannender. Die sind nur 5 Punkte hinter uns und dann geht es schon gegen Leipzig. Also da sind noch 2 vermeintlich leichte Spiele jetzt, die wir dafür nutzen sollten, den Abstand zu den Bayern wirklich gering zu halten und dann angreifen zu können. Dortmund hat uns nicht aufgehalten. Die Mainzer auch nicht. Und diese Siege helfen mir hier, den Job in Leverkusen weiter ausüben zu können. Bedeutet für euch mehr Folgen von Bayer Leverkusen, bedeutet für mich mehr Kommentare von euch, auf die ich gerne eingehe. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach was in die Tasten klimpern. Was fällt euch auf? Was sollen wir verbessern? Was sollen wir angehen? Wie findet ihr unsere Kaderschmiede in der 2. Mannschaft? Also der Verliehene hier auf links, den muss ich euch nochmal zeigen. Da sind ein paar Gewächse dabei, die ich auf jeden Fall in naher Zukunft in die 1. Mannschaft implementieren wollen würde. Gerne auch dazu kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.